Hallo ihr Lieben, heute möchte ich wieder mit euch gemeinsam kochen und ich habe ein Suppenrezept vorbereitet. Ich möchte heute mit euch eine rote Linsensuppe kochen. Sie wird sehr würzig und aromatisch sein, auch cremig. Das heißt, sie wird dich sehr, sehr gut sättigen und sie passt jetzt auch sehr gut in diese aktuelle Winterzeit. Das heißt, etwas Gutes zum Aufwärmen. Genau, ich habe hier auch schon mal die Zutaten vorbereitet. Kann ich dir schon mal vorab kurz zeigen, was alles reinkommt? Also wie gesagt, rote Linsen ist die Hauptzutat. Es wird auch noch eine Kartoffel verkocht und Zwiebeln. Wir brauchen noch ein bisschen Olivenöl, Tomatenmark, eine Gemüsebrühe und auch natürlich für den Geschmack verschiedene Gewürze. Und wir runden das Ganze dann auch noch ein bisschen mit Joghurt ab. Genau, und dann würde ich sagen, vielleicht einfach nicht so viel reden und gleich loslegen. Ja, dann, wie gesagt, lass uns gleich anfangen, die Suppe zuzubereiten. Und hier siehst du jetzt erstmal schon mal ein paar vorbereitete Dinge, die wir jetzt als erstes im ersten Schritt brauchen. Und wir benötigen als erstes die Zwiebeln und die Kartoffeln und die Linsen und dann noch etwas Brühe. Genau, ich fange einfach schon mal an, ein bisschen das Gemüse zu schneiden und dann kann ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Also ganz wichtig ist jetzt erstmal, dass wir diese beiden Zwiebeln, dass wir die ganz klein häckseln und auch die Kartoffel dann noch für unsere Suppe. Genau. Da könnt ihr dann versuchen, sie relativ fein zu würfeln. Es muss jetzt aber nicht auch ganz, ganz, ganz fein sein, weil wir sie danach auch nochmal mit dem Pürierstab die Suppe durchpürieren. Das heißt, da werden dann auch nochmal die Zwiebeln klein gemacht, die jetzt noch nicht ganz so fein geschnitten sind. Ja, die Zwiebel, die ist ja auch eine sehr, sehr beliebte Gemüsesorte hier in Deutschland, genau wie die Kartoffel. Und ja, es gibt ja auch immer diese, also was ja jeder kennt, ist beim Zwiebeln schneiden, dass da einem Tränen gerne aus den Augen rauskommen. Und das liegt zum Beispiel an, unter anderem an Schwefelverbindungen, die in der Zwiebel enthalten sind. Und was ich aber auch ganz spannend fand, was ich gelesen hatte erst vor kurzem, war, dass diese Schwefelverbindungen auch, apropos, kommt schon ein bisschen was ins Auge, dass die auch die Blutgerinnung hemmen. Und dass eine Studie herausgefunden hat, dass eine zwiebelreiche Ernährung auch dazu beitragen kann, das Herzinfarktrisiko zu senken. Also generell, Zwiebeln sind auf jeden Fall ganz gut, wenn es darum geht, ja, auf die Herzgesundheit zu achten. Okay. Gut, dann bin ich auch in etwa jetzt soweit mit unseren Zwiebeln und widme mich dann jetzt noch der Kartoffel. Die gehört auch in kleine Würfelchen geschnitten. Wie gesagt, auch ein sehr, sehr beliebtes Gemüse in Deutschland. Auch immer wieder bekannt wegen seinem Vitamin-C-Anteil. Und ja, Kartoffeln, ja, Verfechter der Low-Carb-Ernährung mögen sie nicht ganz so gerne. Sie haben aber etwa nur 73 Kalorien auf 100 Gramm. Also das heißt, man muss eigentlich gar keine Angst haben, dass eine Kartoffel jetzt unheimlich dick machen könnte an sich. Allerdings, wenn du sie jetzt in Form von Chips oder Pommes immer wieder zu dir nimmst, dann kann es natürlich schon dazu führen, dass du an Gewicht zunimmst, weil es einfach generell dann zu einer Art Kalorienbombe wird, die du dir dann einfach genehmigst. Genau, aber an sich gibt es tatsächlich auch Studien, die belegen, dass der Verzehr von Kartoffeln auch beim Abnehmen helfen kann. Also es unterstützt tatsächlich auch den Abnehmprozess. Okay, gut. Dann noch ein paar letzte Stückchen noch mal klein machen und dann würde ich sagen, ist unser Gemüse jetzt auch ganz gut fertig geschnitten. Und als nächstes brauchen wir dann den Topf hier, den ich vorbereitet habe. Da mache ich jetzt mal das Gas an und das heißt, es wird jetzt heiß. Hier drin sind etwa 2 Esslöffel Olivenöl und 2 Esslöffel Tomatenmark und da kommen jetzt quasi dann noch die Zwiebeln und die Kartoffeln rein, die wir jetzt da drin kross anbraten werden. Dann alles in den Topf. Ups, das war das Messer. Aber auch nicht so schlimm. Okay, dann rühren wir das Ganze jetzt auch ein bisschen um.
dass es sich ein bisschen vermengt, gerade mit dem Tomatenmark. Und genau, sehen, dass es auch relativ schnell heiß wird. Es kommt natürlich jetzt auch immer darauf an, welchen Herd ihr verwendet. Ich habe hier einen Gasherd, der wird immer relativ schnell heiß. Da muss man dann immer gucken, dass es vielleicht nicht zu heiß wird. Bei anderen Herdarten kann es aber vielleicht ein bisschen länger dauern. Genau, dann drehe ich ein bisschen die Temperatur ab und hole mir jetzt dazu unsere Hauptzutat der Suppe. Und zwar sind das hier die Linsen, das sind in etwa 200 Gramm. Aber du findest auch alle Mengenangaben dann nochmal unter dem Video. Und ich habe sie vorher gewaschen, deshalb sind sie in dem Sieb. Das ist ganz wichtig, damit da einfach auch Staub oder Verschmutzungen, Verunreinigungen dann von den Linsen entfernt werden. Und die geben wir jetzt erstmal kurz hier mit rein zu diesen Kartoffeln und können sie dann auch noch mal ganz kurz mit anbraten. Ja, zu den roten Linsen ist zu sagen, die sind ja jetzt immer wieder, freuen sich mehr, immer mehr und mehr der Beliebtheit. Also Linsen generell ist auch eine gute Sache. Sie machen sehr lange satt, sie haben viele Ballaststoffe, viel Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate, also alles, was gut sättigt, was einfach nahrhaft ist, auch gesund ist. Und sie haben auch zum Beispiel, was die Mineralien betrifft, sehr viel Zink. Wäre jetzt auch ganz wichtig in der aktuellen Erkältungszeit, einfach weil Zink auch wichtig ist, unser Immunsystem zu unterstützen und Infektionen abzuwehren. Aber zum Beispiel auch B-Vitamine sind ganz viele drin, also auch alles wichtig, um unser Gehirn, unsere Nervenzellen zu unterstützen. Gut, aber jetzt muss ich, glaube ich, aufhören zu reden, sonst brennt es an. Und widme mich jetzt hier noch einmal der Gemüsebrühe. Die habe ich vorbereitet. Das ist etwa ein Liter. Und die gieße ich jetzt hier rein. Und die Suppe, die sollte jetzt in etwa so 10 Minuten vor sich hin köcheln, damit alle Zutaten dann schön weich werden. Genau, und wenn die 10 Minuten vorbei sind, dann sehen wir uns wieder. So, die Suppe hat jetzt schön geköchelt. Ich habe sie auch schon vom Herd genommen. Du siehst hier, alles ist schön weich gekocht worden. Und genau, um jetzt eben eine einheitliche, cremige Suppe zu bekommen, werde ich sie jetzt noch pürieren. Und dafür habe ich hier meinen Pürierstab dabei. Lege ich jetzt gleich mal los. Gut, also ihr seht, die Suppe ist jetzt doch noch mal ein bisschen cremiger geworden, eine einheitlichere Struktur. Und genau, was der Suppe jetzt noch fehlt, ist der Joghurt. Der wird jetzt einfach noch mal untergerührt in die fertig pürierte Suppe. Und da reicht es, wenn ihr etwa von so einer 200 Gramm Packung die Hälfte davon nehmt. Genau, und die könnt ihr auch einfach mit einem Löffel einrühren. Trägt dazu bei, einfach, dass es noch mal ein bisschen cremiger wird, ein bisschen sättigender wird und dass das Ganze auch dann auch ein bisschen schmackhafter wird. Noch mal Fett enthalten im Joghurt, was ja auch ein Geschmacksträger dann auch ist. Genau, ihr seht hier immer noch so ein paar kleine Joghurtreste und kann man dann noch schön verrühren. Okay, und als nächstes kommen jetzt noch zum Abschmecken die Gewürze dazu. Ich benutze immer ganz gerne ein bisschen getrocknete Petersilie. Dann nehme ich etwas Koriander. Salz ist auch immer noch ganz wichtig. Und dann habe ich noch etwas schwarzen Pfeffer für die Würze und nochmal ein bisschen edelsüße Paprika. Genau, das könnt ihr einfach nach Belieben machen, so wie es euch schmeckt oder einfach dann nochmal abschmecken. Der eine mag es ja mal ein bisschen mehr gewürzt, der andere nicht so sehr gewürzt.
Aber das wäre jetzt quasi im Endeffekt ja auch schon die Suppe. Ihr seht, ein sehr, sehr einfaches Rezept, aber auch ein geniales Rezept. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Also so ist jetzt die Suppe quasi fertig. Ihr habt jetzt eine schöne, nahrhafte Linsensuppe. Und da müsst ihr eigentlich nichts weiter tun, als einen Teller nehmen und euch eine schöne Portion Suppe einfüllen. Genau, und ihr könnt sie euch auch gerne noch garnieren. Vielleicht möchtet ihr auch noch ein bisschen was fürs Auge, dass ein bisschen grüne Kräuter noch drauf sind. Und so wäre dann auch die Suppe fertig. Genau. Ja, das ist sie quasi, die Linsensuppe, die rote Linsensuppe. Die schmeckt sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr möchtet sie auch gerne ausprobieren. Kocht sie gerne nach, sagt mir doch einfach, wie es euch geschmeckt hat. Genau, ob es vielleicht auch eine eurer Lieblingssuppen geworden ist. Und ja, ansonsten danke ich euch auf jeden Fall auch fürs Zuschauen und wünsche euch alles, alles Gute und freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder gemeinsam kochen. Tschüss!